Wo sind denn die Schafe? Ich muss mal in meine Schachtel gucken, die habe ich ganz lange nicht angeschaut. Und ich habe mich gefreut, dass ich sie wieder gefunden habe. Da ist nämlich erstens drin ein Schaf aus Keramik. Da haben wir mal einen Workshop gemacht. So, und dann sind da noch ganz süße kleine Schafe aus Knete. Und ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, dass ich die gemacht habe und warum und was ich mir so dazu gedacht habe. Jedenfalls, hier sind sie alle drin. Schöne weiße Schafe. Ein Schaf richtig zum Spazierengehen an einer Leine. So, dass es nicht weglaufen kann. Dann eins mit einem Heiligenschein. So, auch und sogar eins mit Kreuz. Ein Schaf mit Kreuz, das erinnert an Jesus sicher und ein buntes Schaf. Ja, das sind sie. Wir haben ja Osterzeit. Vielleicht haben sie auch ein Osterlamm gebacken in diesen Tagen. Oder aus Schokolade ein Schokoladen-Osterlamm. Jesus als Osterlamm oder als Siegeslamm, das ist ein ganz häufiges Motiv zu Ostern. Aber es ist noch älter. Schon das Passafest ist immer mit Lamm verbunden. Die alten Israelitinnen und Israeliten schlachten zum Passafest ein Lamm und verzehren es bis heute. Schafe und Ziegen haben einfach schon sehr lange zu den Nahrungsmitteln gehört. Sie waren billiger als Kühe und Schweine waren im alten Orient sowieso nicht verbreitet. Und kein Wunder, die jüdische Tradition kennt ganz viele Menschen, die Hirten und Hirtinnen gewesen sind, selbst die Ureltern des jüdischen Volkes. Rebekka und Rahel, die waren auch Hirtinnen und Hirten. Und in der Nacht, als Jesus geboren wurde, da waren die Hirten auf dem Feld, die Hirtinnen und Hirten mit ihren Schafen. Also für Jesus war das ganz nahe und er hat sich auch selbst als Schäfer verglichen, hat gesagt, ich bin der gute Hirte, ihr seid die Schafe. Tatsächlich ist es ja so, dass die Menschen wirklich manchmal wie eine Schafherde hinterhertrotten, Rattenfängern, wo ich mich wundere. In der jüdischen Tradition ist dieses Bild auch ganz tief verwurzelt. Das Volk sind die Schafe und die Regierenden sind die Hirten. Damit wird nicht gesagt, die Leute sollen den Regierenden hinterhertrotten, sondern die Könige werden an ihre Verantwortung erinnert. Sie sollen gute Hirten sein und ihre Schafe, ihre Herde nicht im Stich lassen, sondern im Gegenteil, sie behüten und beschützen, ihnen Frieden verschaffen und ja, sie zum Futter, zu guten Weiden führen, also wo sie genug zu essen haben, das heißt sich um Wohlstand, um Gerechtigkeit, um Ernährung kümmern. Ich bin der gute Hirte, ihr seid die Schafe. Ich finde dieses Bild trotzdem etwas unpassend heute. Ich möchte kein Schaf sein, auch wenn es heißt, dass Schafe sehr intelligente Tiere sind. Ich möchte kein Schaf sein, das irgendwo hinterher trottet. Und ich möchte auch nicht von Hirten regiert werden. Wir haben heute Demokratie. Aber natürlich kann uns dieses Bild daran erinnern, dass Menschen, die regieren, die wir gewählt haben, Verantwortung haben. Und verantwortliche und verantwortungslose Regierende und Regierungen, die sehen wir in der ganzen Welt. Hirte und Schafe. Es ist die Frage, wer sich am Ende durchsetzt. Denn Schaf ist ja auch ein Bild für Gewaltlosigkeit, für Unschuld, für Reinheit und für Frieden. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, wird erzählt, dass am Ende ein Lamm auf einem Thron sitzt. Das Lamm sitzt auf dem Thron, also nicht Leute mit einer Waffe in der Hand, mit Speer oder Pfeil oder mit Gewehren, nicht die, die stark sind, die das meiste Geld haben, die die Macht haben, sondern ein Lamm, die Gewaltlosen,
sie werden sich am Ende durchsetzen. Hier habe ich das mal als Bild und das gefällt mir sehr gut, da kann man sich das vorstellen. Wir haben am zweiten Sonntag nach Ostern den Sonntag mit dem lateinischen Namen Misericordias Domini, die Barmherzigkeit Gottes. Gott ist ein guter Hirte. Er verlangt von uns nicht, dass wir unseren Verstand an der Garderobe abgeben, sondern dass wir selber auch verantwortlich leben auf dieser Erde. Am Sonntag Misericordias Domini wird ein Gebet aus der Bibel gesprochen, das viele im Konfirmandenunterricht auswendig gelernt haben. Manche können es bis heute. Zur Gedächtnisauffrischung spreche ich es vor. Den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich wünsche Ihnen eine gute Woche und vielleicht begegnen Ihnen in diesen Tagen eine Schafherde und ein Hirte.